Ich grüße Sie. Hier ist wieder Axel Woll von der D-Maklerei in Nürnberg. Heute aus unserer schönen Nachbarstadt Fürth. Genauer gesagt in dem sogenannten Fürther Südwesten, der auch nichts mehr mit der sogenannten Fürther Südstadt zu tun hat, sondern diesem, ja, ich sage mal, gehypten Westen nahe am Wiesengrund und sehr nahe an den Autobahnzubringern und ungefähr in 5 Minuten zur Fürther Altstadt entfernt. Wir haben hier unweit in gefühlten 20 Metern einen Teko-Supermarkt. Wir haben gegenüber von dem Haus her haben wir eine Bäckerei, wir haben Ärzte, wir haben eine, ja, 100 Meter weiter auch eine Tankstelle. Hier ist alles fußläufig da. Und ganz wichtig, 4 Bushaltestellen, die in alle Richtungen gehen. Einmal nach Nürnberg, einmal in Richtung Ansbach raus über die Schwabacher Straße. Die nächste U-Bahn ist im Übrigen 5 Minuten die Richtung für den Hauptbahnhof. Da ist man schnell rübergelaufen, kann natürlich auch mit dem Bus fahren. Dann können Sie auch mit dem Fahrrad super gut an den Fürther Wiesengrund gehen. Also fahren natürlich in auch nur 1 bis 2 Minuten. Hervorragende Geschichte, wo Sie sehr schön und sehr schnell am Fürther Wiesengrund, das sind die Regnitzauen, bis nach Nürnberg im Grünen und direkt am Fluss fahren können. Also super schöne Lage. So. Die Wohnung, da nehme ich jetzt Sie dann gleich mit auf eine kleine Reise. Wir machen also zusammen eine Begehung, dann zeige ich Ihnen alle Zimmer. Wir haben also insgesamt eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Das dritte Zimmer im Übrigen ist ein sehr genialer, praktischer Abstellraum für alles, was man einfach nicht sehen mag. Und die Wohnung ist komplett neu renoviert. Wir haben neue Böden, neue Fenster, neue Elektrik. Ein sehr schönes Bad mit Badewanne, ohne Fenster, aber dafür mit Waschmaschinenanschluss. Schön sauber rausgefliest. Gucken wir uns jetzt alles zusammen an. Und mein Kollege, der mich jetzt hier gerade dankenderweise filmt, dem nehme ich jetzt mal die Kamera ab und dann laufen wir zweimal durch und schauen uns die Wohnung an. So. Dann übernehme ich mal. Also viel Spaß bei der Besichtigung. Danke. So, wir starten jetzt gleich hier. Das ist jetzt einer der, ich sag mal, Kinderzimmer. Ich mache jetzt hier gleich mal einen Schwenk rüber. Dann sehen Sie, wo ich gesessen war auf dem Fenster. So, die Perspektive kennen Sie bereits. Also hier hätten wir ein Kinderzimmer, ein Homeoffice, ein zweites Schlafzimmer, wie auch immer. So, jetzt gehen wir gleich mal rüber, beziehungsweise einen Schritt zurück, damit wir den ganzen Flur eigentlich sehen und vorne am Eingang starten. So, das ist jetzt die Sichtung, wenn Sie jetzt von der Wohnungstür reinkommen. So, dann haben wir hier gleich an rechter Hand nochmal, jetzt sehen Sie es gleich, die Küche mit Fenster natürlich. So, da unten steht noch ein Eimer von den Handwerkern, das interessiert uns weniger. So, jetzt gehen wir da wieder raus und gehen rüber in den Flur. So, dann starten wir durch. Jetzt laufen wir mal den Flur entlang. Wir laufen jetzt hier direkt aufs Bad zu, das schauen wir uns aber später an. Dann haben wir hier mal die Sichtung in das große Wohnzimmer. Das ist übrigens ein großer Südbalkon, da komme ich aber gleich drauf. Da machen wir jetzt nochmal einen Schwenk. Da sehen Sie jetzt hier noch einmal so eine zusätzliche kleine Abstellfläche. Ich gehe da mal ein bisschen auf den Boden runter, damit man das besser sieht. Da könnte man also auch schön mit einem Vorhang ja, für, was weiß ich, Staubsauger etc. verstecken. Das wäre jetzt nochmal die Sichtung nach vorne hin, auch hier zu den beiden Zimmern. Und das dritte Zimmer, was jetzt kommt, wäre hier das Schlafzimmer. Dann nehme ich Sie jetzt mal mit. Und wenn Sie hier mal nach unten schauen, dann sehen Sie hier die Steckdosen. Die Steckdosen haben wir deswegen gemacht, rechts, links, damit Sie natürlich neben dem Bett auch ja, Lampen stellen können, Nachttischchen, wie auch immer. So, jetzt gehen wir hier mal rum. Da im Übrigen, genau gegenüber vom Bett,
hätte man natürlich auch die Möglichkeit für Fernsehanschluss. Im Übrigen hat das Haus hier Kabel, wer den Fernsehen mag im Schlafzimmer. So, jetzt gehen wir hier weiter. In das Wohnzimmer. Wohnzimmer, auch neue Fenster, neue Elektrik, hatte ich vorhin schon gesagt. Große Wand, wo man auch durchaus hier ganz schön noch die originalen Glastüren oder mit Glas einsetzen, wo man hier tatsächlich auch hinter der Türe, das ist relativ tief, auch eigentlich was Breites stellen könnte. So, jetzt machen wir hier mal einen Schreck. So, jetzt sehen Sie hier die Aussicht von dem Balkon. Das Haus da gegenüber ist übrigens weit genug weg. Ich mache Ihnen mal die Terrassentür auf. Dann können Sie da auch mal den Ausblick sehen. Leider scheint dort nicht die Sonne, aber normalerweise haben Sie hier eine super Aussicht und vor allen Dingen absolute Südseite. So, heute leider mit Wolken, aber okay. So, jetzt drehen wir hier wieder einmal rum und dann geht es wieder rein. Nehme ich Sie mit in das Bad. Hier im Übrigen ein Bewegungsschalter. Sehr praktisch, wenn Sie hier vorbeilaufen, geht im Flur automatisch das Licht an. So, das Bad. Da sehen wir schon einen Handtuchhalter. Dann hier Platz für die Waschmaschine. Neue Toilette, neu rausgefliest. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Eine schöne Badewanne, dann haben wir hier Waschbecken mit Anschluss für einen Spiegelschrank oder nur einen Spiegel, oben Ablagen drauf, also hat eine schöne Größe. Im Übrigen, wenn Sie jetzt hier mal auf den Boden gucken, das ist ein ganz hochwertiger Vinylboden, also kein Laminat, der laut klappert, sondern ein sehr schöner, naturgemäßer oder der Natur nachempfundene, so heißt es richtig, Vinylboden. So, jetzt haben wir hier noch rechte Hand, da muss ich mich kurz drehen, eine Abstellkammer. So, da gehen wir mal kurz rein. Sieht man zwar ein bisschen schlecht aus, er weiß. So, müssen wir einfach so machen, aber sehr praktisch für Putzmittel, für Staubsauger, für Winterschuhe, für Winterklamotte, für Aktenordner. Hier bekommen Sie wirklich alles rein. Gut, dann sind wir im Prinzip mit unseren 70 Quadratmeter, 3,5 Zimmer in Fürth eigentlich schon durch. Ich sage herzlichen Dank, freue mich auf Ihre Anrufe. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte auf Instagram, auf Facebook, wir sind auf allen Kanälen vertreten. Liken Sie uns, schreiben Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, würden wir uns sehr freuen. Und bis bald, Ihr Axel Wolf von Die Maklerei aus Nürnberg, diesmal aus Fürth. Danke!